die DDR kam schon 1964, 65 und sagte, man müsse parallel dazu auch einen Agentenaustausch machen. Also das heißt, sie wollten, wie es so schön heißt, ihre Kundschaft da wieder haben. Und auf unserer Seite bestand natürlich ein ebenso hohes Interesse, aufgefallene Mitarbeiter des BND oder sonst wie wieder rauszukriegen. Aber juristisch ein unglaubliches Problem, weil die Teufelsstrafordnung sieht das nicht vor. Da kann ich einfach der Bundespräsident sagen, also los, ich begnadige dich. Das geht nicht. Also haben wir lange Verhandlungen mit dem Generalbundesanwalt geführt und es dauerte unendlich mühsam, unendlich Zeit und war sehr, sehr mühsam, um eine Regelung zu finden, dass es doch geht. Und das war dann der Beginn des Agentenaustausches. Ich kann nicht mehr sagen, wer es war, wer gegen wen. Aber die spektakulärsten waren dann der Herr Felbe. Und der Beste, der Schönste war der von Schiranski. Und die waren irre spannend, wirklich irre spannend. Da ging es. Es war relativ leicht auszuhandeln, wer gegen wen. Aber dann die anderen Modalitäten waren schon schwierig. Und die DDR hat das gern gemacht, weil sie sich auch für Spione einsetzte, für Sowjetspione einsetzte oder aus anderen kommunistischen Ländern. Und so war sie sozusagen der Vermittler für das sozialistische Lager. Das war eine Situation, die sie sehr geschätzt haben. Und deswegen lief das auch ganz gut. Die Austausche sind alle korrekt über die Bühne gegangen. Es hat keine Panne gegeben, so wie verabredet. Und dazu kann man stehen, wie man will, ob das richtig war. Die DDR hat sich hundertprozentig verweigert, Agenten gegen Geld freizulassen. Das war die Basis. Das heißt, es blieb nichts anderes übrig. Entweder ja, grundsätzlich oder nein. Mit Geld war da nichts zu machen. Und politisch war so und so nichts möglich. Und der BND-Präsident kam immer zu mir und sagte, Riele, können Sie helfen? Der arme Kerl da von uns und so. Sehen Sie, wenn die Nachrichtendienste auf der Erde jemanden anheuern, dann sagen sie ihm im ersten Gespräch, also es passiert nie was. Bei uns ist das so geheim und so vorzüglich, passiert nie was. Und der zweite Satz ist dann beim nächsten Treffen, und wenn doch mal was passiert und sie auffliegen, wir holen sie schon raus. Und das ist aus politischen, wie aber natürlich auch aus fürsorglichen Gründen geboten. Deswegen sind alle Dienste der Welt sehr daran interessiert, auf welchen Wege auch immer ihre, wie die DDR sagte, verlorenen Kundschaft wieder einzufangen. Nicht? Aber das war sehr heikel, kann ich nicht anders sagen.